was in diesem Video passiert. Er macht Eldens! Bro, ich bin der Hochstapler. Ich nehme dich jetzt gleich hops, ne? Oder du bist jetzt am Arsch. Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ey, im heutigen Video machen wir mal was ganz anderes, Leute. Ja, ihr habt richtig gesehen. Wir gehen nämlich heute mal in Hochstapler rein. Ich glaube, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her oder so, dass ich mal Hochstapler gespielt habe. Und glaubt mir, wir sind der größte Drecksbold gewesen. Wir haben immer rasiert. Wir gehen auf jeden Fall mal als normaler Agent rein und natürlich auch als Hochstapler. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt an mit dem Video. Go, Junge! Okay, let's go! So, Leute, wir sind in der ersten Runde drin. Ich will natürlich Hochstapler werden. Ich hoffe, ich werde auch Hochstapler. Was guckt der denn hier vorne so? Q-Cube-792-74120. Okay. Guckt der denn hier so, Junge? Guckt in meine Richtung, ne? Was ist, wenn ich jetzt wieder hier hingehe? Da guckt er wieder zu mir, Digga. Ich glaube, der sieht OG-Skin, Leute. Oh, jetzt macht er auch noch dieses... Oh mein Gott, Bro. Ah, ich glaube, das ist wegen OG-Skin, ne? Unicorn-Kitty auf der rechten Seite kommt auch noch zu uns mit der Maske. Ah, der ist wohl ein bisschen hier. Der denkt sich, holy shit, Alter. Will hier noch eine Umarmung von mir? Ich hoffe, dass das gleich jetzt nicht hier eskaliert. Wenn ich der Hochstapler bin und er ein Agent, dann werde ich den nämlich killen müssen. Der denn, Junge? Warum dreht der so ab? Q-Cube, Alter. Yeah. Jetzt zeigt er auf mich. Was macht der, Junge? Was macht der für Drips? Digga, ich habe keine Ahnung, was seine Mission ist, aber auf jeden Fall scheint der entweder wegen OG-Skin oder der kennt die Party Royale-Videos, weil das würde dann dafür sprechen, warum der so abgedreht ist, Leute. Wisst ihr, was ich meine? So, wir sind hier leider nur Agent, Leute. Aber wir müssen das Ding natürlich trotzdem hier klären. Dementsprechend, was zeigt die da vorne auf mich? Du bist der Verbrecher hier. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperren. Ich kann nicht der Verbrecher sein, ich bin Agent. Du da vorne, Junge, guck mich nicht so an. Was macht er hier, Digga? Er macht erstmal Krach. Okay, ich glaube, er ist es auch nicht, weil der macht hier normal die Aufgaben. Unicorn Kitty. Und du hör mal auf, mich so doof hier anzumachen, Junge. Wenn ich Hochstapler wäre, ich hätte dich jetzt schon längst hops genommen. Ich sag dir ehrlich, ich hätte dich schon hochgenommen. Oh, hier ist Charlie Party. Aber hier sind sehr viele Leute, von daher glaube ich, wird hier nichts passieren. Wir können ja das Ganze hier beobachten. Ey! Er nimmt den mit, der 31er. Hallo? Nein, 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 heb die Fragmente nicht auf. Boah, Digga, die heben die Fragmente auf. Die heben die Fragmente auf. Warum? Bro, wir hätten doch sehen können, wer das ist. Jetzt ist das so unwahrscheinlich. Man weiß jetzt einfach nicht, wer der Verbrecher ist oder wer nicht. Ich weiß auf jeden Fall, die 3 kann man vertrauen. Und das war's, weil die 3 war auf jeden Fall bei uns. So, Leon weiß ich nicht. Der war nicht bei uns. Milos auch nicht. Dracula auch nicht. Jaden. Leon sagt, Jaden ist der Hochstapler. Bruder, könnte sein. Ich habe den nirgendwo gesehen. Der kam auf einmal aus der Ecke. Und dann könnte der Bananenparty aktiviert haben und hat sich dann ja halt eben die Kills geholt, ne? Und Leon geht auch übel auf 6 drauf. Der schreibt wieder, 6 ist der Hochstapler. Dracula auch ein komischer Typ und Milos ist mir auch viel zu ruhig, ne? Und er sagt hier, er ist es angeblich nicht, aber Leon absolut davon überzeugt, er macht 3-mal Druck. Digga, ich sag dir ehrlich, ich wähle jetzt einfach für den, ne? Hä, warum wurde ich von der 2 und von der 1 gewählt? Bro, wie kommen die denn darauf? Ich war die ganze Zeit am Anfang mit den Leuten unterwegs. Das sind wieder Leute, die versuchen, Leute rauszuvoten, obwohl die nichts gesehen haben. So, und der ist bestimmt Hochstapler, oder? Ah, den ersten haben wir schon mal raus, Leute. Fehlt nur noch ein 31er hier. Weiß nicht, er sagt, er ist der Tod. Vielleicht ist er es auch. Dracula könnte es auch sein, ne? Aber Milos steht auch ganz blöd da. Ich glaube, der ist das. Ich weiß nicht. Geht der dann nach links, Junge? Der macht hier seine Aufgaben ganz entspannt. Ich traue mich, meine Aufgaben nicht zu machen, weil ich bin immer so einer, ich mache kaum die Aufgaben. Ich orientiere mich an die ganzen Leute und dann versuche ich herauszufinden, wer es ist. So, weißt du, so einer bin ich. Die einmal die Leute, die machen einfach nur ihre Aufgaben, die anderen spekulieren und gucken und so. Und der, dazu gehöre ich auf jeden Fall. So, aber die eine Aufgabe machen wir jetzt mal kurz hier. Wir geben mal den Cube ein bisschen Futter. Golden Me, das ist da hinten auch am Start. Der macht auch seine Mission. Milos ist jetzt bei mir. Warte mal, wir müssen hier noch so einen Shake draufschmeißen. So, jetzt haben wir die Mission auf jeden Fall erfüllt. Kritischer Hase, Digga. Das Geile ist auch hier Hochstapler. Wenn ihr euch dieses Teil nehmt oder diese Kanister, dann seid ihr viel schneller und ihr könnt dann direkt abhauen, wenn euch einer zu nahe kommt. Der Milos ist es. Bei Gott, der ist das. Der ist das einfach. Wir müssen den mal gleich ein bisschen beobachten. Wir machen noch kurz die Mission hier. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Und dann gehen wir mal gucken, was der da so fabriziert. Obwohl, komm, das können wir jetzt auch nochmal schnell hier machen mit dem Hammer. Hier die Kristalle wegballern. Leon macht auch seine Missionen. Nur er hier macht nichts, ne? Er macht hier gar nichts, Digga. Bruder, vertrau mir. Das ist der.
Jetzt geht der da hinten in die Kantine rein. Der wartet bestimmt da auf mich. Ich gehe da jetzt nicht hin, weil sonst wird der mich killen. Bin mir sehr, sehr sicher. Leon geht da jetzt hin. Werden wir jetzt sehen. Okay, doch. Der ist nicht gestorben. Ah, ich weiß nicht, Junge. Lass einfach mal hingehen. Wir gucken mal. Wir gucken mal hier. Okay, Leon macht trotzdem. Der lebt noch. Der macht seine Mission. Miles ist der Einzige, der noch gar keine Mission gemacht hat, ne? Ich würde sagen, wir machen mal hier den Call, Leute. Und dann sagen wir einfach mal, dass der Milos das ist. 100%. Ich weiß, dass der das ist. Safe. Guck mal, der kommt da jetzt. Jetzt machen wir Pressekonferenz hier. So, Abflug, Junge. Callcenter am Start. Let's go. Jetzt wird hier verdächtigt. Also, ich misstraue den Milos, Junge. Misstrauen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie der reagiert. Ob der mich jetzt hier auch darstellt, als wenn ich hier der Hochstapler bin. Oder ob der sagt... Seht da? Der sagt direkt, ich bin der Hochstapler, Digga. Der kleine 31er, der ist das. Vertrau mir, der ist das. Ich bin mal gespannt, wie die anderen beiden voten, was die machen werden. Aber safe Milos ist es, hundertprozentig. Milos hat für mich gestimmt. Hä, warum stimmt Golden Midas für mich? Der hat doch gesehen, dass ich Missionen gemacht habe. Hä? Bruder, wie schlecht von dem. Schade, dieses Verhalten. Dann wird wohl hier keiner jetzt rausgeschmissen, aber ich bring den noch dazu. Glaub mir. Leon, vertrau mir. Glaub mir, der da vorne ist das. Vertrau mir, Junge. Ich glaub, der vertraut mir. Der ist das, Digga. Auf alles, der ist das. Bro, safe. Oh, er ist sich schon siegessicher. Okay, okay. Sei dir mal nicht zu siegessicher, Digga. Ich applaudiere dir mal jetzt hier entspannt. Aber mach mal hier diesen Call, Junge. Mach mal diesen Call. Leon, mach diesen Call jetzt hier. Leon, mach diesen Call jetzt hier. Hallo. Der Milos ist hier. Hallo. Oh, Digga. Nein. Junge. Bro, warum hat der den Call nicht gemacht? Jetzt hat der mich gekillt. Bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgehen wird. Was machen die jetzt? Ich hab gesehen, wie 7-4 am Ort Brücke eliminiert hat. Guck mal, was ein kleiner 31er das ist, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, zwei Votes gehen auf ihn, einer auf ihn. Milos hat für Dings gestimmt. Der ist raus, wir haben gewonnen. Und weg mit dir, Junge. Bam! Gewonnen, Leute. Let's go. Nächste Runde. Okay, wir sind auf jeden Fall die Ersten in der Lobby jetzt hier. Dutant mit Knast hinten dran. Hast du versucht einzusperrt? Wir müssen auf jeden Fall Hochstapler werden. Ich hoffe, wir werden diesmal Hochstapler, Leute. Guck mal, was macht der denn hier links, Digga? Der will sich bestimmt den Renegade von nah anschauen. Den Renegade von nah anschauen, Junge. Er geht raus. Warum geht der raus? Lost Zuckeraffe. Den haben wir noch hier so. V10ia. Oh, wir sind Hochstapler, Leute. Wei, wei, wei. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. So, will hier einer Stress oder so? Was kommt die Alte hier vorne zu mir? Was willst du von mir, Junge? Hä? Er macht Eldens. Bro, ich bin der Hochstapler. Ich nehme dich jetzt gleich hops, ne? Ich nehme dich jetzt gleich hops, Junge. Das geht ganz schnell. Du bist jetzt gleich ganz fix tot. Ich warte nur auf den Moment, dass wir hier alleine sind. Oh, jetzt könnte ich den schon platt machen, ne? Oder du bist jetzt am Arsch. Bam, Junge. Weg mit dem Schmutz. Weg mit dem Schmutz, Junge. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier auch glimpflich rauskomme. Fragment wurde gemeldet von Herr Benny Boy. Okay. So. Wen wählen wir aus dem Spiel? Ich sag einfach mal, dass ich die Absprünge überspringe, weil ich keine Ahnung habe, wer irgendwas war. Wen wählen wir aus dem Spiel? Also ich überspringe die Abstimmung. Ich habe gar nichts gesehen auf jeden Fall. Ich bin komplett unschuldig. Ich habe gar nichts gemacht. Der da vorne ist auf jeden Fall dead. Das hat er verdient, Leute. Für Eldens. Ich habe gesehen, wie 2-10 am Ort Brücke eliminiert hat. Boah, Army, du kleiner 31er, ne? Digga, der hat das verdient, dass ich den gekillt habe. Ich stimme für 2. Junge, ich bin raus. 2 ist der Hochstapler. Der ist sich sehr zielsicher. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier verteidigen soll. Ich kann nur dieses Kopfnicken machen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Wer war bei 2 am Ort CSI? Woher will der wissen, dass ich CSI war? Da war ich gar nicht. War an der Brücke, Junge. Das darf ich aber natürlich jetzt nicht schreiben. Ich könnte jetzt auch hier lügen. Ich sag einfach mal gar nichts. Ich lass einfach mal gucken, was passiert. Ich habe gar nichts gemacht. Der ist jetzt hier vorne rausgegangen. Warum geht der raus, Digga? Und die zeigt auf mich, Junge. Du hast mich doch gar nicht gesehen, wie ich irgendwas gemacht habe. Was guckst du wie so ein Auto? Soll das hier? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Boah, 3, 2, 1. Oh, scheiße. Nein, nein. Nein, Junge. Ach, Bruder, ey. Hör doch auf, ey. Ist denn hier dieser L-Dancer noch da? Ich guck mal kurz. Oder ist der schon gequittet? Da vorne ist der, ne? Das ist der, Junge. Ist der da oder wie? Wir geben dir mal einen L-Dance jetzt zurück, weil wir den ja hier rasiert haben. Schön L-Dance auf dein Arsch. Guck es dir an. Ey, der ist noch da. Der macht L-Dance zurück. Kleiner 31er, Junge. Scheint aber nett zu sein. Ich glaube, der meinte das gar nicht mal toxic. Der scheint das wohl nett gemeint zu haben. Ey, aber wir gehen jetzt, dein Herz ist gebrochen. Wir gehen jetzt hier raus, weil wir müssen eine vernünftige Runde Hochstapler spielen. Doch, ich muss rausgehen. Abflug. Digga, wie die da alle klicken, ne? Die wollen alle Hochstapler werden, Bro. Oh mein Gott!
zweimal hintereinander Hochstapler. Die Runde wird schnell sein. Das werden wir ganz schnell beenden hier. Jetzt ist auch keiner, der Eldens macht oder will einer Stress. Willst du Stress, Junge Anonymer? Gefahrlos Couch. Musst du aufpassen, Junge. Und dann kommt hier noch ein Kerli 1111. Ich glaube, die mögen mich. Oh, die werden mich gleich nicht mehr mögen, wenn ich hier den einen oder anderen von den Brudis hier killen muss. Leider. Aber ich werde euch erstmal verschonen, ja? Ich komme später zu euch. Hä, warum hat schon einer Besprechung eingeleitet? Macht der denn, Digga? Zein war hat eingelöst und anscheinend ist unser Hochstapler-Kollege. Weil schreibt rein, ich bin der Hochstapler. Ich habe mich selbst gemeldet. Hä, warum gibt es überhaupt diese Calls in diesem Spiel, dass man sich selbst melden kann, Junge? Das verwirrt halt die komplette Lobby. Und man fliegt dann eventuell auch so raus. Weißt du, was ich meine? Und was zeigt der auf mich? Ich bin Gillette Abdi. Hä? Bro, ich habe mich noch gar nicht 5 Meter bewegt. So, ich markiere jetzt auf jeden Fall all die Leute, die hier unschuldig sind, die ich gesehen habe, die bei mir standen. Die sind auf jeden Fall alle 4 unschuldig. Misstrau mir, schreibt der. Digga, der will halt unbedingt rausfliegen, ne? Ich habe gesehen, wie 4, 9 am Ort Labor eliminiert hat. 7? Ey, der war doch bei mir. Wie kann er das denn bitte gesehen haben? Der war doch gar nicht im Labor. Gefahrlos Couch. Der war doch Brücke mit mir. Was labert der für Operetten, Junge? Digga, ich könnte es verstehen, wenn er Hochstapler ist, dass er dann so einen Müll erzählt. Aber Bro, mit solchen Aussagen als normaler Spieler verwirrst du die komplette Lobby, ne? Und das Gewinnen wird dann für sein Team auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ey, 1 und 6 haben für mich gestimmt. Ey, warum stimmt der für mich, Digga? Was ist denn dein Problem, Junge? Und 6 mal Simke. Digga, warum stimmen die für mich? Nur weil ich Renegade Raider bin, oder wie? Mit OG Skull Trooper Backbling? Nur weil ich Renegade Raider bin, oder wie? Deswegen muss man für mich stimmen. Die können doch gar nicht wissen, dass ich der Hochstapler bin, weil ich stand doch hier mit 3, 4 Personen nebeneinander. Wie kommen die denn bitte da drauf? Kleiner 31er, du wirst jetzt gleich sehen. Dich werde ich jetzt gleich essen, Brudi. Und dich hier vorne, ja? Genau du, Kollege hier vorne. Anscheinend, du machst das schon richtig. Freunde dich mal mit denen hier vorne an. Wir rasieren den jetzt gleich. Ah, der lacht jetzt, der lacht jetzt. Der wird gleich sehen. Der wird gleich sehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, würde ich mal sagen. Und der hier vorne auch. Der votet einfach für mich, obwohl der... Bruder, ich kann es nicht gewesen sein. Geht gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht wegbewegt. So, machen wir mal hier eine Aufgabe. Oh, Charlie Party. Oh, dann können wir jetzt mal hier einen nehmen, ne? Hier kommt einer, hier kommt einer. Weg mit dem Schmutz hier. Ich weiß nicht, wer das war. Ich hoffe, dass das die Maike oder wie die da hieß war. Kommen noch 2 Stück, die laufen hier. Okay, wir gehen einfach mal hier hin. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht hinterherlaufen. Nee, die laufen mir nicht hinterher. Das ist gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier läuft noch eine Banane. Fragment wurde gemeldet von Rocket Knight 17. Die, die mich beschuldigt hat. Gucken wir mal, wie das ganze Spielchen hier jetzt losgeht. Wir machen da mal vorne ein paar Herzenspray hin. So auf Rest and Peace angehen. Weil diesen gefahrlos Couch, den habe ich, glaube ich, gekillt. Tut mir leid, Bruder, aber du bist mir genau in die Ferse gelaufen. Ich hätte ja am liebsten den hier vorne gekillt, beziehungsweise den Miles Mike da hinten. Ich habe gesehen, wie 4, 7 am Ort Schlachtenbuswerkstatt eliminiert hat. 4, die 7. Digga, was labert der für eine Scheiße, Junge? Ich misstraue dir jetzt. Du erzählst voll die Kacke hier. Wir haben schon gewonnen. Okay. Unchained und ich haben gewonnen. Let's go. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, kommentiert gerne das Video. Weil Hochstapler macht auf jeden Fall richtig Bock. Haut da rein.